Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge von Xeris Rückkehr, Folge 414. Etwas abrupt. Ich dachte zwar, dass wir hier in der Arena ein bisschen Spaß haben werden, aber dass das so schnell vonstatten geht, hätte ich wirklich nicht gedacht. Wir stehen Xeris gegenüber. Und da kommt der Wurm und stirbt. Lebrechaun, Lebrechaun. Absicht oder Versehen? Wie konnte er aus dem Gefängnis kommen, in das ich ihn gesteckt hatte? Du hast deinen eigenen Diener eingesperrt? Er war verantwortlich dafür, dass du fliehen konntest. Das musste bestraft werden. Aber auch ich habe meine milde Seite. Das ist eine Drecksau. Sich etwas selbst stellen oder was? Was ist, deine Kollegen machen mir gar keinen Schaden. Ha! Oh, doch ein bisschen. Aber der holt ja immer mehr. Freund, okay, es reicht. Alter, hält er aus, der Kamerad. Das Spiel können wir auch spielen. Wobei, hat es überhaupt Auswirkungen? Oh. Hat's. Xeris. Warum tut er selbst nichts? Also der Gute hält ja verdammt viel aus. Aber irgendwie hätte ich jetzt gedacht, dass der sich etwas eher wehren würde. Ich muss sagen, ich bin von Urizelian. Ich weiß nicht, ob ich enttäuscht sein soll oder nicht, denn ich habe, wie gesagt, keinen Vergleich zu normalen Gegnern. Leider. Aber vor allem hätte ich nicht gedacht, dass Xeris irgendwie nichts macht. Weil dem sein Kamerad, der macht mir hier kaum Schaden. Deswegen kann ich beruhigt dem Kerl hier auf den Deckel hauen. Und dafür sorgen, dass er nicht noch mehr Kollegen ruft. So, mein Guter, jetzt hör mal auf. Guck mal, der friert sogar ein. Sehr krass. Also kannst du auch noch einfrieren hier, Urizel oder was? Das ist ja nicht schlecht. Übrigens, Lester ist in der letzten Folge gestorben, um das mal ganz kurz aufgreifen zu wollen. Der hat es tatsächlich geschafft, Lester umzubringen. So wie ich das jetzt gesehen habe. Mit einem Fingerzeig. Als wäre es kein Gegner für ihn. Nein, das unterbieten wir gleich wieder. Du lässt deine Kollegen daheim, du Drecksack. Mal ganz kurz hier speichern am Rande, weil es bis jetzt eigentlich relativ gut geklappt hat. Auch wenn ich nicht weiß, ob das so einfach gehen soll. Aufhören jetzt, Freunde, das reicht. Aber Xeris macht gar nichts. Also er selbst kämpft gar nicht. Er beschwört einfach nur seine Soldaten. Das kann doch nicht der böse Untergrundboss sein. 100.000 DP. Xeris Schwert. Aha. Ach, wer ist denn das? Mal kurz speichern. Jo, Argus. Argus, was machst du hier? Ich bin hergekommen, damit Xeris ein für alle Mal vom Antlitz der Erde getilgt werden kann. Dann warst du es also wirklich, der Xeris vor Äonen bannte. Ja, es stimmt. Daher auch dein Wissen um die alte Kultur. Wie dem auch sei, dein Eingreifen wird nicht mehr notwendig sein. Mit Uriziel konnte ich Xeris und seine Machtträger in die ewigen Jagdgründe schicken. Du täuschst dich. Den Schläfer magst du zwar wieder in die Zwischenwelt verbannt haben, ehe er erwachen konnte, und du magst den drei anderen Machtträgern ihre Seelensteine entrissen haben. Solange jedoch noch der letzte seiner Machtträger auf Erden wandelt, wird Xeris nie endgültig in die jenseitige Welt eingehen. Der fünfte Machtträger? Die Magier waren nicht dazu in der Lage zu ergründen, ob er denn überhaupt existiert, gar wo er sich befinden könnte. Was weißt du über ihn? Alles.
Ich habe mein Gedächtnis zurückerlangt und die Ereignisse der Vergangenheit sind meinem Bewusstsein wieder zugänglich. Was für ein Wesen ist er? Wo befindet er sich? Er steht direkt vor dir. Ich bin es. Was? Das ist unmöglich. Du warst es doch, der Xeres mit seinen Machtträgern einst in die Zwischenwelt verbannte. Ja, ich bin ein missglücktes Geschöpf. Ich bin es, der nicht mit Xeres Willen, sondern nur seiner Macht gespeist wurde. Ich bin es, von dessen Existenz Xeres Scherben jegliches Zeugnis tilgen wollten, indem sie mir mein Gedächtnis raubten. Und ich bin es nun, der mit seinem Dasein unser aller Leben bedroht. Was soll das? Was willst du damit sagen? Das weißt du, du wirst ihn erst endgültig vernichten können, wenn ich tot bin. Also beeil dich, bevor er sich erholt hat. Töte mich und bring der Welt den Frieden. Nein, das kann ich nicht tun. Dieser Kampf hat schon zu viele Leben gekostet. Du musst. Andernfalls werde ich mich selbst opfern. Ach du heilige Schande. Wir versuchen mal die gute Möglichkeit. Vielleicht kann er ja am Leben bleiben. Auch wenn das ganz kurz eine relativ seltsame Situation jetzt ist. Also Arges ist selbst Jahrtausende alt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Also warum ihn nicht erlösen, wenn er generell auch nur ein Wesen der Macht ist, ein Machtträger von Xeres. Also aus rein moralischer Sicht und wenn man quasi sich ich sag mal überlegt, wer da was Arges ist, würde es schon Sinn machen, ihn zu töten, aber ich will ihn jetzt eigentlich erstmal leben lassen, wenn das denn geht. Es muss doch eine andere Möglichkeit geben. Oh, da ist er wieder. Nein. Solange ich lebe, ist auch Xeres nicht vollständig tot. Xeres muss ja nicht unbedingt sterben. Wir könnten ihn wieder festsitzen. Diesmal ohne Hintertürchen. Er würde bis in alle Ewigkeit hier schmoren. Die Gefahr, dass Xeres irgendwie ausbrechen könnte, wäre damit immer vorhanden. Er hätte es auch jetzt, nach tausenden von Jahren, ohne die Foki nicht geschafft. Meinst du wirklich? Ja, du hast dir ein normales Leben verdient. Na gut, lass es uns versuchen. Sorge dafür, dass Xeres nicht aufsteht. Ich bereite den Teleport vor. Jetzt bist du... Was mit aufsteht, der ist schon da, der Kollege. Diesmal mit Waffe. Aber irgendwie... Wir drehen den tatsächlich mit Urizel ein. Kranke Anke. Dann bumpen wir nochmal um. Ich nehme übrigens alles zurück. Urizel ist brachial stark. Oh ja, ist es. Bevor sich Xeres wieder rühren konnte, teleportierten Arges und ich uns zurück zu Xardas und erzählten ihm die Kurzversion der Ereignisse. In Windeseile versiegelte Xardas die Unterwelt von neuem, so gut er konnte. Dann schliefen wir alle nach den Strapazen 2 Tage lang ununterbrochen. Ich wusste lange nicht, was ich mit meiner neuen Freizeit anfangen sollte. Was von Xeres bleibt, sind dunkle Erinnerungen und ein mulmiges Gefühl dabei, dass er in der Tiefe unter uns gefangen sitzt und möglicherweise wieder dunkle Pläne schmiedet.
Das war's tatsächlich. Also die erste Form von Xeres zu besiegen ist viel schwieriger als die zweite. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so ein bisschen überrascht, so ein bisschen überfallen, weil ich dachte eigentlich, dass es noch nicht so unbedingt jetzt zu Ende sein müsste, aber tatsächlich ist es nun doch vorbei. Wie gesagt, die Schätzung war ja 420 Folgen, jetzt haben wir 414. Und eine Folge wird wahrscheinlich Nachtrag sein. Um das Ganze mal kurz zusammenzufassen, also vielen, vielen, vielen Dank, dass wir diese Modifikation spielen dürfen, ja, dass es Menschen da draußen gibt, die sich die Arbeit und die Mühen gemacht haben, das zusammenzustellen. Ich würde sagen, eine wunderschöne Alternative zur normalen Gothic 2-Geschichte, die in sich sogar Sinn macht, weitestgehend. Also hat mir sehr gut gefallen. Wobei ich jetzt, wie gesagt, ein bisschen überrascht wurde vom Ende. Aber ja, weil ich finde, es ging jetzt ein bisschen so hektisch. Der hat Lester umgebracht. Und der namenlose Held hat jetzt nicht mal eine Reaktion gezeigt. Von wegen, du Bastard, dafür wirst du büßen oder so. Nicht mal das. Ja. Oder dass man kurz mal zu Gorn und Diego irgendwie so rüberskippt und die sagen, oh Scheiße, oder irgendwie sowas. Und auch das Ende war jetzt relativ flott. Ja, man hört nur den Helden sagen, ja, Xeres ist gebannt, er weiß jetzt nicht, was mit seiner Zeit anfangen soll, und er weiß jedoch, dass Xeres noch irgendwo unter uns schlummert, in der Unterwelt oder sonst was. Das kann vielleicht daran liegen, dass wir jetzt eine andere, also dass wir jetzt vielleicht das Ende genommen haben, das vielleicht nicht so optimal war. Deswegen, ich lade nochmal neu. Wir hatten ja Xeres fast besiegt. Ah ne, wir standen sogar vor Argus. Noch besser. Und jetzt machen wir einfach mal die andere Version. Wie gesagt, mir haben hier ein paar Dialoge gefehlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich fände Nichts zu es cool. plündern. Hier ist übrigens Xeres Schwert. 100 Stärke, gar keinen Wert. Aber ist auch egal. Ja, übrigens viel mehr Erfahrung als die nächste Stufe. Würde vielleicht daran liegen, dass wir 100.000 oder wie was von Xeres bekommen haben, aber auf jeden Fall zu viel. Als dass das irgendwie jetzt gerade hier verarbeitet werden konnte. Die Sache ist, wie gesagt, ein bisschen seltsam, dass hier so. Ich hätte mir hier ein bisschen was gewünscht, ja, dass ich nochmal da hochrenne. Aber Argus läuft uns hinterher. Wir sollen mit ihm reden. Es gibt quasi keine Zeit mehr für irgendwas anderes. Hier sind überall noch Gegner. Da oben ist noch ein Skelettmagier. Milton steht davor und guckt den an, studiert die Anatomie von dem Skelett. Ja, da oben gurken Dämonen auf dem Dach rum. Ich hätte mir das irgendwie eher so vorgestellt, Nichts zu dass man holen. hier in der Arena kämpft, dann geht man gemeinsam mit seinen Freunden auf die Tribünen, schlägt alles zusammen und irgendwo ganz oben thront dann der Xeres. Das hätte ich irgendwie ja, cool gefunden, wenn es so ungefähr gewesen wäre, aber der teleportiert sich einfach hier runter ohne. Oh, ganz schlicht und dann kämpft er mit uns. Wie gesagt, fand ich jetzt ein bisschen schnell das Ende, aber egal. Argus, was machst du hier? Ich bin hier. Dann So, wir wissen das ja. der für. Immerhin ist die Geschichte um Argus ziemlich cool gestaltet, ja. Ich wusste ja von Was Anfang an, dass der irgendwie los? komisch ist, weil man merkt es ja auch. Und irgendwie denkt man vielleicht auch schon ziemlich am Anfang, ist das Xeres, ja, und der verstellt sich nur oder ist irgendwie ein Teil von ihm Xeres, ja? Also sprich, ist der irgendwie, hat er zwei Persönlichkeiten, ja? Man wusste ja schon immer, dass das seltsam ist. Ich meine, dieser Charakter, der hat mir sehr gut gefallen. Ja? Um mal ganz kurz das Gesamtkonzept ist immer das Spiel so zu bewerten, um dass ich mir meinen Senf dazu gebe, das fand ich wunderschön. Also die Gestaltung vom Argus als Charakter ist, die ist richtig gut gelungen. Die ist richtig gut gelungen. Die hat mir sehr gut gefallen. Und auch generell das gesamte Konzept hat mir gefallen. Die große Gildenauswahl, die Nebengildenauswahl. Wunderbar. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Denn sonst hätte ich das jetzt hier auch keine 414 Videos lang gemacht. Wie gesagt, hat mir etwas. Was mir etwas missfallen hat, ist jetzt gerade am Ende, dass es, wie gesagt, ein bisschen so schnell ging. Ja, ich hab ja nebenbei noch separat, mache ich ja noch Legend of Azun. Und da sind, um das jetzt mal nur ganz leicht zu vergleichen, so die Details etwas ja ausgeprägter. Ja? Das ist jetzt aber kein Negativkritikpunkt, um Gottes Willen.
Xeres Rückkehr hat auf jeden Fall, wie gesagt, die Stärken von Xeres Rückkehr liegen alleine in der riesigen Gildenwahl, die ganzen Quests, die man machen kann. Gut, ich weiß nicht, was in Legend of Azur noch auf uns zukommt, aber wie gesagt, wir werden da jetzt nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Das sind beides wunderbar erstellte Modifikationen, da kann man gar nichts sagen. Aber wie gesagt, das Ende kam mir jetzt ein bisschen schnell vor, so, um das mal so aus meiner Einschätzung so wiederzugeben. Ja, ich dachte halt wirklich so, wir sind hier vielleicht noch 4-5 Folgen und schlagen hier erstmal alles kurz und klein. Dann geht's halt quasi so immer weiter nach oben in dieser Arena und da rechts oben, wo der Dämon auf dem Dach steht, da dachte ich, vielleicht sitzt da Xeres und wartet auf uns. Deswegen kam mir das jetzt einfach nur ein bisschen überstürzt vor, aber wie gesagt, ist vielleicht auch nur meine persönliche Einschätzung jetzt. Na schön, du hast es so gewollt. Jetzt bist du dran. Toll. Jetzt töte ich Arges und Xeres nochmal, oder was? Das ist ja... Naja. Also dann, wie gesagt, würde ich eher Version 1 wählen. Und der Kampf an sich ist auch... Naja, mit dem Ritzel kann man ihn einfrieren. Das ist halt ein bisschen... Aber der erste Teil des Kampfes ist... Jetzt mein Schädel. Oh, ich verstehe. Quest erfüllt Arges. Halt, Xeres. Halte er ein. Oh Gott, nee, das ist falsch. Hier ist es irgendwo. Ach du Scheiße, da können wir jetzt erstmal ein bisschen... Gucken wir uns mal angucken, was es alles für Quests gab, ne? Einige, wie ihr seht. Ach du heilige Scheiße. Ja, wir haben schon ein paar Quests erledigt, so im Nachhinein, ne? Das war schon nicht schlecht. Botschaft für Anger, ach du heilige Kacke. Ich würde nämlich gerne wissen, was da jetzt steht bei der Arges-Quest. Jetzt quasi als abgeschlossen gilt, oder so eine Art Nachtrag. Ich bin jetzt auch nicht vorbeigedüst. Alter Schlappe, gab's viele Quests. Da ist Arges. Arges, der letzte Machtträger von Xeres, ist tot. Damit ist der Weg zu seiner Vernichtung offen. Der Schaden nimmt aber auch nicht, das ist einfach... Die andere Möglichkeit einfach nur. Es war still geworden in Xeres Reich. Im Staub der Arena lagen die leblosen Körper von Xeres und Arges. Durch ein unsichtbares Band vereint bis in den Tod. Außerdem Diego, Lester, Gorn und Milton, Leprechaun sowie eine undefinierbare Anzahl höllischer Kreaturen. Ich fühlte mich ausgelaugt und leer. Als ich zu Xardas zurückkehrte, empfing er mich enthusiastisch. Aber ich verließ ihn schon bald, um auf Wanderschaft zu gehen. Durch keine Gesellschaft der Welt ließ ich meine Einsamkeit vertreiben. Ob wenigstens die Zeit mich heilt, wird die Zukunft zeigen. Jetzt habe ich wiederum das Gefühl, jetzt wissen wir es nämlich genauer, es sterben alle, nicht nur Lester. Kann sein, dass da irgendwas nicht richtig getriggert wurde, als da Lester starb. Das war auch in der letzten Folge ziemlich lange. Dass wir dann quasi nur Lester tot vor uns gesehen haben. Also er hat quasi mit einem Fingerschnipp alle unsere vier Freunde umgebracht. Komisch, dass sie halt irgendwie dann im Kampf mit Xeres noch alle gelebt haben. Und sehr komisch, dass der Held da irgendwie nicht so reagiert hat. So. Der hätte allein so eine 5 Minuten Hasspredigt eigentlich sein müssen. Aber ja, also unsere Freunde sterben anscheinend alle. Wie gesagt, etwas seltsam, da ja irgendwie... Milton hat ja, wie gesagt, das Skelett sich angeguckt und von den anderen habe ich eigentlich auch nicht gemerkt, dass sie gestorben sind. Ich habe halt nur Lester gesehen, in der quasi Cutscene, wie er umgefallen ist. Aber wahrscheinlich hat er alle umgebracht. Xeres, die alte Drecksau. Wie gesagt, das waren so ein paar kleine Mängel, aber über die kann man, glaube ich, denke ich mal, drüber hinwegsehen. Klar, die Sprachausgabe war nicht komplett zu dem Zeitpunkt, zu dem ich jetzt hier das Spiel beendet habe. Aber dennoch hat es sehr viel Spaß gemacht. Es hat sehr viel Inhalt geboten und wir haben, denke ich mal, alles weitestgehend ausgereizt. Und ich werde mir überlegen, ob es nochmal eine Nachtragsfolge gibt. Also Folge 415, in der ich dann vielleicht noch die Aufnahme bei den Assassinen mache. Wobei ich mir nicht vorstelle, dass das viel zu bieten hätte noch, denn wir hätten einfach nur Jana irgendwie vor die Stadt schleifen müssen und dann halt eben dem, von dem wir die Quest halt bekommen haben. Hier von dem Kameraden.
Hätten wir dem dann einfach quasi Diana übergeben und zum Abschluss nochmal ein kleines Hallöchen von einem langen, guten Wegbereiter. Ne? Hier der Spielabsturz. Immer an unserer Seite, wenn wir ihn nicht gebraucht haben. Auf jeden Fall hier der Shark hier, genau. Shark hier ist Freude. Ja, da müssten wir quasi Diana irgendwie, aber der bei umgebracht ist, war halt alles ein bisschen ungünstig. Aber ja, ich weiß nicht, ob ich das euch dann in einer separaten Folge nochmal zeigen soll, denn wie gesagt, so viel ist es nicht. Das ist die letzte Quest, wahrscheinlich vielleicht noch Hilfe für Yusuf. Aber alles in allem, denke ich mal, haben wir ziemlich viel gesehen. Ein paar Sachen sind leider ausgeblieben. Wie gesagt, vielleicht könnte ich einen Nachtrag machen. Zum einen könnte ich euch die verbesserte Rüstung zeigen, die man bekommen kann oder schmieden könnte. Nur ich konnte sie irgendwie aus mir nicht bekannten Gründen schmieden. Zumindest habe ich es nicht gesehen. Und die Siegelring-Quest, wobei ich glaube, die ist irgendwie vermurkst. Da kommen, haben wir jetzt keinen Zugriff mehr drauf, hätte ich jetzt mal gesagt. Aber die können wir notfalls weglassen. Aber ja, ich könnte in einer Nachtragsfolge, in Folge 415, sofern ich den Insert-Code für Jana habe, hier nochmal die Assassinen-Aufnahme euch zeigen und halt eben vielleicht nochmal die bessere Rüstung schmieden. Oder euch wenigstens per Insert-Code dann im Spiel zeigen, wie es aussieht und wie hoch die Werte sind. Aber da ich die Insert-Codes nicht habe, kann ich es euch jetzt auch schlecht zeigen. Das heißt, für uns wohl, was Xeres Rückkehr angeht, das war's. Vielleicht gibt es eine Nachtragsfolge, Folge 415, aber nicht sicher. Ansonsten haben wir alles gesehen. Xeres verbannt, da wo er hingehört. Das hat mir, wie gesagt, sehr viel Spaß bereitet. An die Odyssee-Mods sind wir nicht dran gekommen. An die 580 Folgen. Aber ich denke mal, mit 414 ist das auf jeden Fall mal ein Meilenstein. Und wir schauen mal, ob Legend of Azun den knacken kann. Denn das wäre ja quasi das Dreigestirn der Riesenmodifikationen. Zumindest zur Zeit. Wer weiß, was die Zukunft noch bringt. Xeres Rückkehr, Odyssee-Mod und Legend of Azun. Legend of Azun, wie gesagt, sind wir ja erst bei Folge 50, so um den Dreh. Aber ja, Xeres Rückkehr an sich hat mir, wie gesagt, sehr viel Spaß bereitet. Ich fand auch die Umgestaltungen in den bekannten Gebieten ganz witzig. Ja, da ist ein Maler, da sind ein paar neue NPCs, da ist eine Nebengilde, hier ist eine Nebengilde, da ist ein Lager mit Gardisten auf Kurinis. Ja, also schön alles etwas ausgeschmückt und noch mehr Content reingepresst in das Kurinis, in das Minental, das wir schon kannten. Und viele wunderbare neue Gebiete auch gesehen. Manche waren weniger wunderbar, die waren eher sehr weitläufig. Aber dennoch abwechslungsreich im Sinne von, das hatte man so in der Form noch nicht. Es gab viele neue Gegnertypen, viele abgewandelte Formen, also quasi verstärkte Versionen von Gegnern, die man schon kannte. Also alles in allem hat sehr viel zu bieten und ich kann es euch aus meiner Sicht jetzt so im Nachhinein auch nur empfehlen. Also Xeres Rückkehr lohnt sich bestimmt, auch der Wiederspielwert ist ziemlich hoch. Um das nochmal ganz kurz zu demonstrieren, wir haben ja hier gildenlos nach 34 Stunden. Das war um die Folge 100, da haben wir erstmal eine Gilde gewählt. Und bis 100 Stunden hatten wir noch eine Nebengilde frei. Also der Wiederspielwert ist sehr hoch. Es gibt 5 ziemlich interessant konstruierte Gilden, denen man beitreten kann. Ich habe natürlich wieder den Standardsöldner genommen, ich weiß. Aber ich denke, auch bei der Miliz kann man da was Nettes erleben. Sowie auch als Wasserkrieger oder Wassermagier. Als Belia-Krieger oder Belia-Magier. Oder, was gab's noch? Miliz? Belia? Adanos? Bin ich bescheuert? Ja, genau. Und natürlich als, ich Depp, klar, Feuernovize vergessen. Im Kloster leben. Stelle ich mir auch ganz nett vor. Aber das ist halt, glaube ich, dann eher direkt Magier. Also da gibt's keinen. Wobei, vielleicht gibt's auch irgendwie so Streiter, Ethos, Gedöns, keine Ahnung. Wobei, ich glaube, das ist schon eine ziemlich magielastige Wahl, wenn man den Feuermagier nimmt. Auf jeden Fall alles in allem, es bietet sehr viel. Und es gibt auch viele Nebengilden, die ich jetzt in dem Spieldurchlauf nur angekratzt habe. Ja, das Lager der Königstreuen. Ja, die gab es übrigens auch in einer ganz alten Modifikation für Gothic 1, wo man sich denen so nebenbei ein bisschen da ein paar Quests machen konnte. Wie gesagt, sehr schön, dass die hier mit eingebaut wurden. Die Verwandlungsmagier auch. Was ganz anderes, was ganz Neues.
So, und alles, alle Wege standen uns offen. Wir haben auch überall die Aufnahmequests eben gemacht, wo es halt möglich war. Also altes Lager ging nicht und Königstreue ging nicht. Aber alles andere haben wir, glaube ich, soweit bearbeitet. Und vier Gilden haben wir ja komplett durchgespielt neben Gilden, ja, und die gesamten Questreihen zu Ende bringen können. Aber vielleicht ist uns auch ein bisschen was durch die Lappen gegangen. Also ich kann mir vorstellen, dass bei den anderen fünf Nebengilden die Nebengilden-Questreihe auch ganz interessant sein kann, ja. Relendl als weiteres Gebiet war auch wunderbar, hat mir sehr gut gefallen. Auch die Quests dort, ja, mit dem Bürgermeister und dass da dann Radau ist, dann muss ein neuer gewählt werden, weil der andere abgehauen ist. Die Sache mit dem Hofstaat in Bezug auf die Sektenspinner, auf Sumpflager meine ich natürlich. Also alles wunderbar, hat mir sehr gut gefallen. Hat sehr viel zu bieten, die Modifikation. Und bis auf so ein paar kleine Mängel, über die jeder hinwegsehen kann, war es bombastisch gut, kann man nichts sagen. Wie gesagt, das mit der Sprachausgabe ist ein bisschen schade, aber das ist auch nochmal eine riesige Arbeit, ein riesiger Aufwand. Und ich habe schon Modifikationen durchgespielt, da gab es überhaupt keine Sprachausgabe, nicht mal zu 20%, nicht mal Text-to-Speech, das habe ich dann einfach selbst vorgelesen. Das geht auch mal, ist kein Weltuntergang. In diesem Sinne hoffe ich, dass es euch gefallen hat, ja, den Weg, den ich eingeschlagen bin als Söldner, Pirat, Sektenspinner, Dieb und Waldläufer. Und ich hoffe, euch haben die Videos gefallen. Und wie gesagt, ob es einen Nachtrag gibt, werden wir sehen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Projekt. Das ist in dem Fall Legend of Azun. Das läuft halt nebenbei noch. Und ich werde mal schauen, ob ich noch ein zweites Gothic-Projekt dann irgendwann demnächst wieder in die Wege leiten werde. Denn ich wollte ja meine alten Modifikationen ein bisschen auffrischen und die nochmal neu spielen und gründlicher spielen. Und da wäre dann auf der Liste eigentlich Gothic 1 Dikorik. Das hätte mal eine Neuauflage bei mir verdient. Schon lange her, dass ich das gespielt habe. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen, wie es sich ergibt und wann ich damit dann anfangen werde. Aber das als grobe Planung könnt ihr das euch schon mal so ein bisschen, könnt ihr schon mal einkalkulieren vielleicht. Falls es dann neben, also jetzt wird quasi, jetzt ist Legend of Azun zum Hauptprojekt avanciert, ja. Bis jetzt war es Xeres Rückkehr, jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es Legend of Azun, was ja auch sehr viel zu bieten hat und da geben wir auch richtig Gas. Oder manchmal auch weniger Gas und eiern irgendwie dumm in der Gegend rum, aber das ist halt, das gehört zu Gothic dazu. Gegen der Kunden auf die Fresse bekommen, Rückschläge einstecken, ganz normal. Und in diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Projekt oder in irgendeinem anderen Projekt. Und in diesem Sinne, macht's gut. Tschüss.